Acht Fragen, acht Antworten. Nummer zwei. Ich habe es euch versprochen. Ich gehe auf eure Fragen ein und beantworte, was ihr mich fragt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von acht Fragen, acht Antworten. Ich fange mit dem größten Block am Anfang an und da hat es echt viele Kommentare gegeben und vielleicht habe ich das ein oder andere auch nicht richtig erklärt. Es geht um das Video, in dem ich gezeigt habe, wie man eine Uhr entmagnetisieren kann. Ich fasse mal kurz zusammen, was im Wesentlichen von verschiedenen Seiten an Kommentaren kam. Der erste war, und das ist wirklich wichtig, da habe ich nicht darauf hingewiesen, wenn ich eine Uhr auf den Entmagnetisierer lege, dann muss ich sie, während der Entmagnetisierer noch läuft, langsam wegziehen. So wird es in der Gerätebeschreibung beschrieben. Ich habe beides gemacht, das langsame Wegziehen und das Ausstellen des Gerätes mit der Uhr noch in der Gerätenähe. Bei mir hat beides funktioniert, aber die Beschreibung sagt ganz eindeutig, langsam aus diesem wechselnden Magnetfeld herausziehen. Insofern, der Hinweis ist richtig. Danke dafür. Bei mir hat beides funktioniert, aber richtigerweise muss ich sagen, der Beschreibung nach habe ich es in dem Video nicht eindeutig genug richtig gezeigt. Der zweite Punkt war, und das hatte ich schon gerade angerissen, ich hätte darauf hinweisen müssen, dass die Geräte ein wechselndes Magnetfeld haben müssen, ansonsten würde die Uhr eher magnetisiert als entmagnetisiert. Das ist richtig, ja. Nur bei einem Entmagnetisierer erwarte ich das und das Gerät, was ich benutze und was ich euch verlinkt habe, tut auch genau das. Wie die 2-Euro-China-Geräte funktionieren, weiß ich nicht und man sieht es den Geräten von außen auch nicht an. Insofern ist der Hinweis richtig, aber ich weiß nicht, was er für einen Praxisnutzen hat, da man es weder sieht noch beim Kauf im Internet mitgeteilt bekommt, dass man einen Magnetisierer kauft statt eines Entmagnetisierers. Mein Tipp hier ist, kauft einfach Qualitätsprodukte und nicht den allerbilligsten Kram. Dann könnt ihr ziemlich sicher sein, auch ein Gerät zu bekommen, was funktioniert. Die vierte Frage in diesem Blog, und das betrachte ich jetzt mal alles als eine Frage, war, ein Kompass sei nicht geeignet, die Magnetisierung einer Uhr darzustellen, weil es sowieso überall Magnetfelder gäbe und die Kompassnadel ausgerichtet sei, und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe von Argumenten. Ich bin kein Techniker und ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich kann nicht sagen, dass das so nicht stimmt. Ich kann nur sagen, bei mir hat es funktioniert. Aber hier bleibe ich einfach mal bei meiner Praxiserfahrung. Nachdem ich die Uhr magnetisiert hatte, zeigte der Kompass einen Ausschlag und in 9 von 10 Fällen zeigte er keinen Ausschlag mehr nach der Entmagnetisierung. Insofern habe ich für mich den Schluss gezogen, für meine Ansprüche funktioniert es und reicht es. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten und unter technischen Gesichtspunkten gibt es da vielleicht Zweifel, die kann ich nicht bewerten. Ich kann nur sagen, für mich hat mein Setup funktioniert und ich werde es weiter so machen. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass von offensichtlich berufener Seite an diesem Testaufbau Zweifel angemeldet wurden. Und wer also nicht ganz überzeugt ist, möge bitte davon Abstand nehmen, meinem Setup zu folgen. Ich für mich werde es weitermachen, denn ich für meinen Teil bin überzeugt, es funktioniert so. Es kommen zwei persönliche Fragen, beziehungsweise Fragen, die weniger mit Uhren zu tun haben. Wie heißt dein Hund? Mein Hund heißt Motte. Motte wie das fliegende Insekt. Aus dem einfachen Grunde, sie kommt aus dem Tierschutz aus Rumänien. Wir haben sie aus dem Tierheim geholt und im Impfpass stand Cappuccina. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich stelle mich nicht ins Feld und rufe den Hund mit Cappuccina zurück. Also, wir haben einen neuen Namen gesucht. Meine Frau hat Motte vorgeschlagen. Ich fand den total blöde. Und dann kam die weibliche Intelligenz, die sagte: Wenn er dir nicht gefällt, mach einen besseren Vorschlag. Das konnte ich nicht, drum heißt unser Hund Motte. Die zweite Frage, ganz ähnlich, war:
Was für eine Rasse ist das? Ich sage immer, es ist ein rein rassiger rumänischer Strakömi, ein Straßenkötermix. Wir haben mal eine Genanalyse machen lassen, ein Viertel Deutsch Kurzhaar, ein Viertel Deutsch Drahthaar, ein kleines bisschen Majawischler, ein kleines bisschen Spinone Italiano, ein Achtel Schäferhund und dann noch irgendwas, was die Gendatenbank nicht ausgespuckt hat. Ich zeige sie euch auch noch mal, unsere kleine Hündin, im Bild. Mötti, komm mal her. Komm mal hier, komm hoch. Komm hoch, komm mal hoch. Ja. So, das ist die Motte. Das ist die Motte, unsere kleine Rumänin. Unsere kleine Rumänin aus dem Tierheim. Ja, jetzt habt ihr also auch meinen Hund mal von nahem gesehen. Die vierte Frage ist: Was ist deine Traumuhr, Axel? Tja, ich muss ganz ehrlich gestehen, so eine wirkliche Traumuhr habe ich gar nicht. Ich habe viele Uhren, die mir gefallen und die ich gerne hätte und die noch auf meiner Wunschliste stehen. Aber die eine, die ikonische, die alle meine Uhrenträume erfüllen würde, die habe ich ehrlich gesagt nicht. Insofern, ich hätte gerne noch eine Sinn 144, die kommt vielleicht noch dieses Jahr. Ich hätte gerne noch einen schönen Chrono, vielleicht noch eine etwas aufwendigere Finanzplatzuhr. Ich habe bei Archimede einiges gesehen, was mir gefällt. Aber das, wonach ich strebe, was ich vermisse, der Traum, an den ich denke, wenn ich nachts aufwache, ich muss euch enttäuschen, diese Uhr habe ich nicht. Die fünfte Frage fand ich auch ganz, ganz witzig. Ich war beim Juwelier und habe die U1 anprobiert. Dummerweise hatte ich nur einen Pulli an. Wie sieht denn das mit Anzugstauglichkeit aus? Ja, das ist so eine Frage, die lässt sich aus der Ferne so gut wie gar nicht beantworten. Ich trage Hemden, aber wie ihr sehen könnt, sind die Manschetten relativ weit. Da passt die U1 ganz locker drunter. Bei maßgeschneiderten Hemden und sehr eng anliegenden Manschetten passt das vielleicht nicht mehr. Und das ist dann auch nur die technische Passform, die gesellschaftliche Passform, hängt dann davon ab, in welchem Umfeld ich mich bewege, wo ich arbeite, zu was für einem Anlass ich den Anzug trage, ob da eine U1 passt, muss jeder für sich selber beantworten. Ich für meinen Teil habe überhaupt kein Problem, die U1 an einem schönen Leder- oder Stahlband zu nahezu jeder Gelegenheit zu tragen, weil sie sowohl unter meinen Anzug als auch das Hemd passt, zu mir passt und ich auch nie zu so formellen Anlässen eingeladen werde, wo ich mich auch nicht wohlfühlen würde, nee, ganz nebenbei, dass eine U1 da vielleicht komplett deplatziert wäre. Also das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden und ob sie unter das Hemd passt. Die U1 ist groß, sie ist hoch, probiert es aus. Aus der Ferne lässt sich das nicht allgemeingültig beantworten. Die sechste Frage war auch ganz witzig. Kann man das Stahlband der SIN 556 an die SIN 104 montieren? Das Stahlband mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Die Anschlussstücke werden nicht passen. Die müsste man gegebenenfalls separat nachkaufen. Die siebte Frage, dabei ging es um Uhrenarmbänder. Gibt es auch noch andere Uhrenarmbänder anderer Marken, die du empfehlen kannst? Das bezog sich auf mein Video, wo ich vier oder fünf verschiedene Lederbänder an Uhren vorgestellt habe. Und ja, ich habe also eine ganze Reihe von Uhrenarmbändern ausprobiert. Und jedes dieser Armbänder hat Vor- und Nachteile. Die Schließenseite und die Lochseite sind unterschiedlich lang. Dadurch gibt es einen unterschiedlichen Sitz bei den Armbändern. Die Schließen selber können unterschiedlich groß sein, was den Sitz beeinflusst. Auch die Dicke, die Steifigkeit, alles das ist von Hersteller und innerhalb des Herstellers von Band zu Band unterschiedlich, sodass es, was den Tragekomfort betrifft, auch keine universelle Antwort gibt. Qualitativ habe ich für meine Erfahrung bei folgenden Bändern ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgemacht, wobei die Bänder alle preislich nicht auf der gleichen Ebene liegen und ich insofern auch unterschiedliche Qualitätsansprüche an die Bänder habe. Mit folgenden Marken, wie gesagt, habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Zum einen Kaufmann, dann Rios 1931, Hirsch, und Hirsch hat eine wirklich breite Auswahl
von günstigen bis relativ teuren Uhren und mit der Performance-Serie auch Lederbänder, die sich zum Schwimmen und Sport machen eignen. Ein ganz, ganz interessanter Hersteller aus meiner Sicht. Fluco ist ganz ähnlich. Fluco hat sowohl Lederbänder, Fluco hat synthetische Bänder, die auch wasserfest sind, hat relativ steife, relativ weiche Bänder. Auch Fluco halte ich persönlich für einen ganz, ganz interessanten Hersteller von Uhrenarmbändern. Die Modelle, na, ich mag Cronissimo-Bänder und dann kommt man an die Modelle kaum vorbei. Morellato ist der Hersteller, der die Holzarmbänder macht, mit der hölzernen Außenseite. Und auch damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, obwohl ich eher skeptisch war, was Holz auf einem Uhrenarmband betrifft. Barrington und Bob, die habe ich mal gekauft. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sehr unzufrieden war, aber es ist schon länger her. Insofern kann ich da jetzt auch nicht besonders viel Intelligentes zu sagen, nur dass die Marke für mich keine negative Erfahrung war. Und dann natürlich Eulith mit den Schwimmbad-Armbandbändchen. Tolle Sache, ich mag sie. Oder auch Eulith Eutec, die ähnlich wie die Hirsch Performance-Bänder außen Leder, innen Kautschuk sind und sich zum Sport und Schwimmen eignen. Auch bei diesem Hersteller habe ich durchaus positive Erfahrungen gemacht. Und die letzte Frage für heute bezieht sich auf mein Video zur Tegmentierung. Es kam der Hinweis, dass sich Tegmentierung nicht aufarbeiten lässt. Das stimmt weitestgehend. Wenn in der Tegmentierung eine Delle drin ist, dann hat SINN in seiner Servicebeschreibung und in seiner Preisliste drinstehen, nicht möglich. In Ausnahmefällen und je nach Art der Beschädigung ist es wohl doch möglich, aber sehr aufwendig und sehr teuer. Insofern danke für den Hinweis, korrekter Nachtrag. Tegmentierung ist super, hält viele Kratzer ab, aber in aller Regel, wenn dann tatsächlich etwas dran ist, ist eine Aufarbeitung nicht oder nur sehr, sehr schwer und in Ausnahmefällen möglich. Ja, das war der zweite Teil meiner 8 Fragen, 8 Antworten. Wenn ihr weiter Fragen stellt, werde ich in Zukunft auch weiter antworten. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.